Team. Scheißegal. Auf der Flitzer. Ja, später. Oh, wir sehen uns später. Jo, was geht ab, Freunde, Meteor am Start. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PNTV. Und ja, ihr seht schon am Titel, es wird ein besonderes Video auf euch, Freunde. Denn Matsch und ich, Matsch ist auch dabei, Freunde. Dabei. Sag mal hallo, Junge. Servus, Männer. Wir sind in Istanbul angekommen. Ja, wieso, weshalb? Erst einmal sind wir hier vor unserem Hotel. Ja, mega nice. Zweitens, der Hauptgrund, warum wir hier sind, der Matsche, Freunde, macht die Transformation. Der ist ja schon ein guter Sechser, aber wir haben gedacht, wir müssen frisurentechnisch noch was machen. Und zwar wird das zum Axel Witzel. Genau. Matsche kriegt Haare transplantiert, Freunde. Deswegen sind wir in Istanbul. Wir wurden von der Dr. Serkan Aygin Klinik angeschrieben. Und ja, da ich momentan jetzt nicht so, sag ich mal, Lust drauf habe, beziehungsweise mir das momentan nicht vorstellen kann, vielleicht ändert sich das noch, wurde ich gefragt, ob ich nicht einen Kollegen, Bekannten habe, der das machen möchte. Und der Matsche, ich habe 5 Minuten mit dem darüber gesprochen, hat er gesagt, mach ich. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier in Istanbul. Wir nehmen euch ein Wochenende mit. Wir werden jetzt auch gleich, ich habe meine Fender-Sachen drunter, ich habe noch einen Schal hier. Wir werden nach der Besprechung, zu der wir jetzt fahren, werden wir ins Stadion fahren. Matsche wird dann zum richtigen Fener erleben. Und ja, deswegen, wir nehmen euch komplett mit. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und ansonsten checkt auch die Klinik ab. Wir sind echt gespannt drauf. Wenn ihr euch informieren wollt, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, wir werden euch hautnah zeigen, wie es dem Matsche hier ergehen wird, wie es für ihn laufen wird. Und dann sieht er bald aus wie Axel Witzel, Freunde. Original, original. Nicht nur fußballerisch, sondern auch optisch. Deswegen, wir legen jetzt los. Let's go. Und der Matsche will hier unbedingt gleich noch hin, Shisha rauchen. Also die gönne ich mir. Ist mir egal. Und unser Zimmer ist da oben irgendwo. Ist auf jeden Fall ganz nice. Euer Hotelzimmer zeigen wir den Leuten, oder? Ja, natürlich. Hotelzimmer ist gut, wirklich, ohne Quatsch. Alles Organisation. Service auch gut, ne? Alles besetzt. Also auch, du super. Alles gefragt, was du brauchst. Du wärst auch, ja, klar. Du wärst auch und Deutsch reden alle, also mindestens 2-3 Leute, die dich auch, also Matsche wird auch ohne mich klarkommen. Locker, locker. Matsche ist aber auch ein Überlebenskünstler. Bisschen erschrocken, Freunde, wir sind jetzt hier im Transfer. Ja, schick auf jeden schick, Fall. Ja, schön Leder, schön kalt. Genau. Jetzt gehen wir zur ersten Vorbesprechung. Matsch, ein bisschen nervös? Nein, eigentlich gar nicht. Okay, das ist krass. Gespannt. Alter, ich dachte, du fährst lang. Ich bin gespannt. Die Frage ist echt, wo wir ja gut, wir sind da. Ja. Wir sind 2 Meter gefahren, er hat irgendwie zur Seite gezogen. Ja, dann Weg gestanden. Ach so, ja. Typisch Türkei, Freunde, typisch Türkei. Also Verkehr ist echt, also haben wir auch schon gesagt, wir wären komplett lost, wenn wir hier selber fahren würden. Andere Welt, komplett andere Welt. Das wäre Katastrophe. Aber wir schauen mal, wie es ist. Wir melden uns, wenn wir an der Klinik sind. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen an der Klinik. Hier seht ihr das Schild auch hinter uns, Dr. Serkan Aygin. Und ja, wir waren gerade schon hier in dem Gebäude, da hat der Matsche Blutabnahme gehabt. Totale Spritze. Da wird nochmal ein kurzer Test gemacht, glaube ich, ob alles in Ordnung ist, so ein Schnelltest, denke ich. Und jetzt gehen wir in die Vorbesprechung rein und ja, das wird auch nicht so lange dauern, glaube ich. Und danach geht es auch schon zum Spiel. Also echt easy, auch vom Ablauf her, easy Transfer, obwohl der Verkehr echt Chaos ist. Okay. Aber da können die nichts für, da haben die das Beste draus gemacht. Deswegen, lass mal reingehen. Nein. Alkohol? Nein. Irgendwas bekannt, was wir wissen sollten? Zucker, Bluthochdruck, Medikamente? Ja, alles nichts. Gut. Alles perfekt. Gut. Aufgeregt? Nein. Wie, nein? Nein, kein bisschen, wirklich nicht. Als ob du nicht aufgeregt nein, bist. Nein, wirklich nicht. Kein bisschen. Ich weiß nicht warum. Normalerweise, wenn ich mal das Wort spritzen höre, kriege ich schon Panikattacken. Aber so. Ja, Freunde, nach dem Check-up-Gespräch war es dann soweit. Dr. Serkan Aygin schaut sich das dann auch nochmal natürlich an. Und ja, es wird jetzt viel gelacht, das finde ich sehr, sehr schön, weil er war auch Fenerbahçe-Fan. Natürlich die Sympathien bei mir sehr hoch gewesen, weil wir auch danach direkt zum Spiel rübergefahren sind. Und ich war ja auch schon in meinem Fenerbahçe-Outfit und. Und jetzt kriegt der Marcello seine Linie, beziehungsweise die Haarlinie, die gesetzt werden soll, damit es auch nicht zu künstlich aussieht. Da wird natürlich versucht, auch eine natürliche Haarlinie wieder aufzubauen. Und ihr hört es jetzt auch im Hintergrund wahrscheinlich und seht es auch. Es wird vom Hinterkopf werden 3200 Grafts entnommen und vom Bart unten am Hals nochmal zusätzlich 600, damit man diesen Bereich, der jetzt eingezeichnet wird, in dieser ersten Sitzung, ja, bearbeitet, beziehungsweise mit Haaren besetzt. Und jetzt kriegt der Marcello das nochmal gezeigt und damit er auch natürlich Bescheid weiß. Und jetzt geht es erstmal zum Fußballspiel.
So, Freunde, wir sind am Stadion. Wir sind ein bisschen im Stress, muss ich ehrlich sagen. Wir wurden zweimal falsch geschickt. Wir müssen jetzt noch Matches Ticket holen. Was halt mega lustig war, wir mussten mit dem Metrobus fahren und ich hatte nur einen 50-Lire-Schein und das kostet 5 Lire. Und der Automat wechselt nicht. Ich gehe zum Polizisten, der da steht, und dann sage ich so, hey, was mache ich denn jetzt? Sagt er, oh, das ist ganz schwer. Sagt er, wollte zum Fernsehspiel. Ich so, ja, ja, okay, komm, geh durch. Also hätte in Deutschland niemals einer gemacht. Aber dafür sind das die anderen jetzt. Dafür, die schicken uns von links nach rechts. Dafür haben uns die Leute hier vor Ort verarscht. Ja, hoffen wir, dass alles klappt. Vielleicht kommen wir gar nicht rein. Freunde, wir sind drin. Das Geile ist an der Türkei, egal was du für ein Ticket hast, du hast freie Platzwahl. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ein Matsche verbrennt sich die Schnauze, das ist das Geilste. Sucuk, das ist brutal scharf. Sucuk scharf, Freunde. Ich hasse ja schon scharf, aber das ist nix. Gerne voll gerotzt. Auf der Flitzer. Manche machen Flitzer, Freunde, bei 10.000 Likes. Beim nächsten Spiel. Freunde, wir sind jetzt unterwegs. Wir haben jetzt gleich nochmal kurz ein Gespräch und dann geht's auch schon für Matsche ans Eingemachte. Wenn ihr euch wundert, warum, womit fahrt ihr? Das superiöses Licht in unserem Fortbewegungsmittel ist noch relativ früh. Ja, Matsche wird einer der ersten sein, glaube ich, die heute drankommen. Und ja, dann sehen wir uns gleich in der Klinik wieder. Wir sind noch ein bisschen müde vom Spiel gestern. Istanbuler Verkehr war jetzt nicht unsers, war nicht auf unserer Leit, deswegen Schlaf war ein bisschen Mangelware, aber wir konnten gerade noch frühstücken, alles in Ruhe. Und ja, das Licht hier im Fahrzeug hat was. Fokus auf den Anzug. Ganz klar Fokus auf den Anzug. Ja, 2-3, der Anzug ist natürlich. So, Matsche, jetzt geht's hier rüber ins Doku-Tipp-Maikessel. Ja, da bekomme ich die Vorbereitung. Weißt du, was das heißt? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das ist einfach das Zentrum, wo alles gemacht wird. Okay. Also alles Mögliche, das lassen wir den Leuten zeigen. Alles Mögliche an Eingriffen, also auch neben der Haartransplantation. Gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, was man machen lassen kann. Also könnte ich auch meine Augen machen.
Augenbrauen, Bart, aber das hast du ja alles. Ja, habe ich ja alles. Da hast du ja keine Probleme. Okay. Aber hier kann man das wirklich alles machen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, da ist auch schon festlich geschmückt. Da wird auch nochmal auf den Monitoren alles gezeigt, wie sowas aussieht. Und hier werden alle Eingriffe gemacht. Das heißt, ja, Blutabnahme hat es auch schon hier. Blutabnahme, ne? Habe ich ja. Ich denke, ich werde nachher hier den Kanal gesetzt bekommen. Genau, und dann geht es hier ab und ich empfange dich nachher wieder hier. Das ist auch gar nicht weit weg, also wirklich nur 2 Minuten nach Kanal. 50 Sekunden Fußweg ist ja. Ja, eben. Es ist eigentlich alles ein Riesenkomplex hier. Ja. Ne? Und halt mega modern. Also modern, ich glaube, es gibt. Wirklich. Ich habe also jetzt im Vergleich zu den Standards in Deutschland, die Krankenhäuser, ist das hier Next das Level. Nee, Next das macht auch kein Eindruck, dass es ein Krankenhäuser ist. Nee, ist halt viel, viel besser. Ne? Ja. Also wirklich chillige Lounge-Ecken und sowas. Ja, auf jeden Fall. So, Matze, wie fühlt sich? Müde. War ansonsten gut. Fit. Ja, aber sonst wird schon, ne? Ich bin gespannt. Da beim Spiel ausgefallen, da war Hada, ne? Eigentlich wird, eigentlich nicht. Ich bin mal gespannt, lass uns mal überraschen, was passiert, oder? Genau. Angst ist nicht, ne? Ein bisschen. Ja, Anspannung auch nicht. Wie nennt man das? Aufgeregt? Ja, ich weiß nicht. Wie sagt der Kölner? Et kütt wie et kütt. Ja, Freunde, ihr seht jetzt, der Matsche ist mittlerweile umgezogen. Danach wurde erst der Kopf rasiert, falls ihr euch das wundert. Da war ich jetzt nicht dabei, aber er hat einen Kittel an, es werden nochmal Fotos gemacht und dann hieß es für uns beide schon, ja, High Five und Abfahrt. Ja, ihr seht, der Matsche nimmt das ziemlich locker und er hat eigentlich echt Respekt davor gehabt. Sagen wir es mal so, weil Spritzen nicht so sein Ding sind. Wir schauen mal, was passiert. So, Freunde, Matsche ist wieder da. Matsche ist wieder da. Perfekt. Und du hast nichts gemerkt? Null, ich habe keine Schmerzen gehabt, gar nicht. Immer noch nichts. Du hast selber nicht geglaubt vorher, ne? Nee, ich habe gedacht, ich krepiere da oben vor Schmerzen. Gerade wenn ich Nadel sehe, ist bei mir sowieso vorbei, aber und ich habe nichts. Du hast die ganze Zeit gechillt? Die ganze Zeit gechillt, war kalt wie Sau. Ich habe mir nachher eine Decke geben lassen, die haben mir die Decke gegeben. Ja, wunderbar. Du hast was zu trinken bekommen. Wie zu Hause, oder? Besser wie zu Hause. Konntest trinken, konntest essen, also wirklich rundum, die haben sich um dich gekümmert. Wenn du was gemerkt hast, ein kleines Ziepen, dann hast du gesagt, du merkst damit Ziepen. Ja. Und haben die nachgespritzt, also wirklich perfekt. Die Leute, die dich um dich kümmern. Also kann man nur, kann man von 1 bis 10, 10 gut, gibst du eine 15. Ja, aber echt, warte mal, nee, wirklich gut. Das war jetzt auch, also. War nicht lang, gell? Oder? Als gerade gesagt wurde, Matsch ist fertig, habe ich mich kurz. Ich so, war das jetzt echt gemein? Nee, war kein Ruckzuck, gell? Also wirklich richtig gut, perfekt. Kann man nur weiterempfehlen, wirklich. Ich mag keine Vollnarkose. Ich war ja wach die ganze Zeit. Du bekommst so ein Zeug gespritzt, dann bist du erstmal heiß. Ich habe mehr von dem Zeug, ey. Und ich habe auch keine eine Spritze mehr. Nach dem Eingriff gab es dann für Marcello Mittagessen, wie ihr es gesehen habt. Da waren schon die ersten neugierigen Anrufe aus Deutschland. Ging es natürlich wieder mit dem Transfer ins Hotel und ja, dann hieß es einfach nur ausruhen. So, Freunde, wir sitzen jetzt in unserer Hotellobby. Ihr seht, Matsche ist fit. Und jetzt ist ein Tag nach der OP. Genau, und ja, jetzt geht's zur Reinigung. Ne? Komm in die Klinik, jetzt krieg ich den Verband ab hinten. Das kommt alles ab, genau. Die Pampers vom Kopf. Dann werde ich, denke ich mal, mit Jod gereinigt. Und nach dem Reinigen krieg ich ja so Rotlicht, Strahl. Und dann ist alles gut. Ja. Jetzt kommt auch vorne ein bisschen die Schwellung rein, sieht man das? Ja. Da vorne. Dann werde ich nachher so ein hübsches Stirnband bekommen. Und dann geht morgen schon wieder nach Hause, ne? Ja, das geht. Gott sei Dank, die Pampers ist weg vom Kopf. Guck mal hinten. Nee. Ja, jetzt, das ist jetzt so Jod, ne? Ja, Jod drauf gemacht, gereinigt, Jod. Oben drauf haben sie nochmal gereinigt. Und Freunde, dafür, dass das jetzt wirklich, wie lange ist es her jetzt? Gestern. Ja, ein Tag, gestern. Ja, also, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal gut hat. Von hier, sieht es aus, als ob du beim Friseur warst. Ja, war ich ja auch. Freunde, ich darf auch hier den Matsche begleiten. Der sitzt jetzt hier, der weiß ja nicht, was ich mache, aber ja, es sind hier 3 Kammern haben die hier. Wir sind jetzt in der linken und der Matsche muss jetzt 15 Minuten ja, diese Lasertherapie machen. Und wir schauen mal, was er danach macht. So, Freunde, wir sind jetzt soweit fertig in der Klinik. Der Matsche hat jetzt sein Stirnband. Sieht jetzt aus wie LeBron James. Ja, besser. Aber ich sag mal so, jetzt so neben mir sieht man gar nicht so direkt, außer man geht jetzt so ein Detail hier oben, zeig mal kurz. Ja, sieht gut aus. Genau. Und ja, vielen Dank nochmal an die Dr. Serkan Eigenklinik.
Und falls ihr den Prozess von Matschi sehen wollt, checkt ihn auf jeden Fall auf Instagram ab. Da wird er natürlich immer wieder zeigen, wie es so läuft. Deswegen, wir fahren jetzt wieder ins Hotel. Der Vlog ist noch nicht zu Ende. Deswegen, wir zeigen euch noch gleich noch ein paar Sachen im Hotel und nehmen euch noch so ein bisschen mit durch die Stadt. Deswegen, Abfahrt. Was willst du haben? Welche Hangi, Vanille, Vanille. Medium, Medium. Matsche, lass mich verarschen. Matsche, lass dich verarschen, Junge. Der gibt jetzt alles, ey. Matsche, der nimmt die Shops. Was ist? Jungs, das sagen. Ey, Matsche hast du ja schon. Lass es schmecken. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg zum Flughafen. Wir haben jetzt noch was bekommen, der Matsche. Und zwar ist es sowas, so ein Care-Paket. Ich werde jetzt gleich auch noch so ein paar Szenen aufgenommen euch zeigen. Und zwar ist das einfach ein Repair-Set. Da gibt es Shampoo, Lotion, Spülung, was man alles zur Pflege braucht. Und wirklich hochwertig auch verpackt. Und ja, ich glaube, der Matsche hat es auch schon erklärt bekommen, wie er es genau machen muss. Das kriegt ihr natürlich auch hier alles erklärt in eurer Sprache. Also wenn ihr zum Beispiel, ja, genau. Das Lustige ist ja, ich spreche Deutsch und Türkisch, Englisch. Der Matsche spricht Deutsch, Italienisch, Spanisch. Und eigentlich haben wir so ziemlich jeden irgendwie verstanden, weil die Spanier hat der Matsche verstanden und Italiener. Und ja, also man kriegt das alles nach seinem Bedarf so erklärt. Also es gibt eigentlich kaum eine Sprache, die jetzt nicht sprechen. Wir haben auch Araber getroffen, die haben wir nur nicht verstanden, die haben nur lauter geredet, so wie es ist. Und ja, also falls ihr Interesse habt, gerne abchecken und ja, sagt, dass ihr auch vom PMTV kommt, dass ihr den Matsche gesehen habt und dann wissen die auch Bescheid und dann kriegt ihr auch ein paar Kleinigkeiten nochmal obendrauf als Service. Aber ansonsten kann man sich echt nicht beschweren. Jetzt sind wir auch wieder hier im Wagen, jetzt geht's zum Flughafen, ab nach Hause und ich sag mal, Matsche sieht gerade aus wie ein Basketball mit seinem Stirnband, sonst sieht man gar nichts.